Das Problem, vor dem wir bei der Gründung unseres Unternehmens standen, war, dass es keine Tools und keine Software gab, um unsere Idee umzusetzen. Mein Name ist Tui Nitschke. Ich bin einer der Co-Founder und der CEO von Augmented Robotics. Was wir machen, ist, dass wir Spielwaren zum Leben erwecken. Das machen wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Augmented Reality, indem wir künstliche Welten oder virtuelle Welten um vorhandene Spielwaren herumbilden, um die dann sozusagen zu upgraden, wobei die Spielware selbst der Protagonist im Spiel bleibt. Also unsere Technologie funktioniert folgendermaßen. Wir trainieren unsere künstliche Intelligenz auf ein spezifisches Spielzeug. Und zwar nicht nur dieses Spielzeug irgendwo in einem 2D-Bild zu erkennen, sondern in einem 3D, in einem dreidimensionalen Raum. Es gab keine Technologie, die es ermöglicht hat, diese Immersion irgendwo auf dem Handy darzustellen. Wir adressieren aber den Massenmarkt mit unserer Lösung und hatten sozusagen einfach die Tools und Lösungen nicht, um das umzusetzen. Und da hat sich das Profit-Programm angeboten, da es eine der wenigen Förderungen ist, die wirklich auch Forschung für junge Unternehmen fördert. Das Profit-Programm ist absolut super für Technologieunternehmen. Ja? Ich würde sagen, es ist eine der wenigen Möglichkeiten in Deutschland, so ein technologielastiges Thema überhaupt bearbeiten zu können. Man darf natürlich keine Angst vor formalen Prozessen haben, weil so eine große Förderung natürlich mit sehr viel administrativem Aufwand verbunden ist. Es kommt aber natürlich dann auch mit einer hohen Förderquote, was für uns top ist. Wir sprechen vor allem als unsere Hauptzielgruppe traditionelle Spielwarenhersteller an. Die stehen vor der gewaltigen Herausforderung, die Digitalisierung zu bewerkstelligen. Und sie haben halt wenig oder kaum Expertise in Richtung Digitalisierung, während die Kinder, also ihre Kunden, digitale Inhalte schon erwarten. Und jetzt müssen sie sozusagen auf die nächste Generation vorbereitet werden.